Tja. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 15, Vers 8 und 9. Das Opfer der Gottlosen ist ein Greuel für den Herrn, aber das Gebet der Aufrichtigen sein Wohlgefallen. Ein Greuel für den Herrn ist der Weg des Gottlosen. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. In diesen Versen, in diesen kurzen, knappen Versen stecken ganz wesentliche Dinge, stecken ganz wichtige Botschaften Gottes an uns. Das, was hier zentral ist, ist in diesen Versen, dass es davon spricht, dass Gott Wohlgefallen hat, dass Gott etwas liebt. Es steht aber auch da, dass es etwas gibt, was dem Herrn ein Greuel ist. Was bedeutet dieses Wort, dieses alte Wort Greuel, was wir sonst selten benutzen? Es ist etwas Abstoßendes, Ekelerregendes, empörend, höchst widerwärtig. Neudeutsch würdest du sagen, das kotzt mich an. Es ist ein Greuel für den Herrn. Es gibt Dinge, die dem Herrn ein Greuel sind, die ihn ankotzen, anwidern. Und das Krasse in diesem Vers 8 ist, dass hier davon die Rede ist, dass dem Herrn ein Greuel ist, ein Opfer. Was ist ein Opfer? Ein Opfer ist das, was uns schon von Anfang der Bibel gezeigt wird. Wir sehen es in der Person von Abel und Kain. Lass uns da mal aufschlagen. 1. Mose 4. Zwei Brüder. In Kapitel 4, Vers 2 steht, in der zweiten Vershälfte, und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Also der Kain hat in der Erde gebuddelt und hat seine Saat ausgesät und hat das begossen und das Unkraut gejätet, ne, die Dornen und Disteln, die der Acker nun sprießen lässt im Schweiße seines Angesichts, und hat eine Ernte eingebracht. Und er hat dann von etwas von diesen Früchten genommen und hat gedacht, ich will das Gott geben, ich will das Gott darbringen, ich will Gott ein Zeichen der Dankbarkeit geben, ein Zeichen der Ehre, der Achtung, des Respekts. Etwas von dem, was ich erarbeitet habe, das will ich jetzt hier Gott geben. Will ich Gott zurückgeben. Eine Opfergabe. Jetzt steht hier von dem Bruder Abel, und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Er war ein Schafhirt. Und die Schafe haben sich vermehrt, sie waren fruchtbar und mehrten sich, wie Gott gesagt hatte, seid fruchtbar und mehret euch. Er hat es auch zu den Tieren gesagt,
Er hat auch die Tiere gesegnet, dass sie sich vermehrt haben. Und da sind kleine Babyschafe, kleine Lämmlein geboren worden. Und Abel hat diese Lämmer, hat sie in die Arme genommen, hat gedacht, das ist wunderbar, dass dieses neue Leben. Und dann hat Abel etwas gemacht, wo wir denken, boah, das ist aber heftig. Das ist ja krass. Diese süßen kleinen Lämmlein. Ne? Er hat eins genommen. Und zwar nicht irgendeins, sondern von den Erstlingen. Von den Ersten, von den Besten. Hat er eins genommen und hat es umgebracht. Getötet, ist geschlachtet und Gott als Opfer dargebracht. Viele von uns hätten gesagt, das ist brutal, das ist grausam, das mag ich nicht. Das Opfer von Kain, das finde ich schön, das ist ja nett. Aber dieses blutige Opfer, nee, das will ich nicht. Was steht hier aber? Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Das Opfer Kains hat Gott nicht angesprochen. Er hat es nicht angenommen. Er hat es abgelehnt, hat sich davon abgewandt. Im Extrem wird es hier in den Sprüchen gesagt: Ein Opfer von Gottlosen ist Gott ein Greuel, ist dem Herrn ein Greuel. Er wendet sich davon ab. Aber Abels Opfer sah er an. Ein Gebet von Aufrichtigen hat sein Wohlgefallen, findet sein Wohlgefallen. Warum ist das so? Hier wird es uns nicht so groß erklärt in dieser Geschichte. Wir sehen später im Hebräerbrief wird uns das etwas genauer erklärt, warum Gott Abels Opfer annahm, weil es im Glauben geschehen ist, im Vertrauen auf Gott, im Vertrauen auf die Wahrheit des Opfers. Diese Geschichte wird ja uns auch am Anfang erzählt, um uns zu zeigen, an welchem Opfer Gott wohlgefallen hat und an welchem Opfer nicht. Gott geht es nicht darum, dass wir ihm etwas bringen von dem, was wir erarbeitet haben. Du kannst Gott nichts schenken. Du kannst Gott nichts geben, nichts bringen. Aber das Opfer, was Abel brachte, dieses Lamm, was geschlachtet wurde, Gott hat da mit Wohlgefallen drauf geschaut, weil er darin etwas gesehen hat, was sein Plan für die ganze Welt ist. Wir haben davon gesungen, das Lamm Gottes, das geschlachtet wird, zur Vergebung der Sünden der ganzen Welt. Und wie weit das Abel verstanden hat, begriffen hat, was er da getan hat, wissen wir nicht. Aber er hat es im Glauben getan. Er hatte eine Ahnung davon, dass er Gott nichts bringen kann, ihm nicht begegnen kann, dass da etwas zwischen ihm und Gott steht. Was bereinigt werden muss. Und im Hebräerbrief sagt uns Gott, es kann keine Sündenvergebung geben, ohne dass Blut geflossen ist. Denn, so sagt Gott, wenn du sündigst, wenn du diese Grenze übertrittst, wenn du dich abwendest von Gott, wenn du dein Leben in die eigene Hand nimmst, wenn du die Herrschaft Gottes abwirfst und dein eigener Herr wirst,
dann übertrittst du diese Linie, diese Grenze, die dich trennt von Gott, dem Ursprung deines Lebens, der Quelle deines Lebens, deinem Erschaffer und Erhalter. Du trennst dich von ihm und damit fügst du dir selbst den Tod zu. Du landest im Verderben. Und das haben sie getan. Sie haben sich abgewandt. Adam und Eva, Kain und Abel, sie waren Sünder. Aber das, was Abel scheinbar verstanden hat, was seinen Glauben ausmacht, ist, dass er weiß, ich brauche Vergebung. Da muss Blut eines unschuldigen Opfers fließen, damit meine Sünde vergeben wird und ich in die Gegenwart Gottes kommen kann. Ich in die Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Das ist ein Opfer, was Gott wohlgefällig ist, weil es nicht sich auf das bezieht, was ich getan habe vor Gott, sondern was Gott getan hat, beziehungsweise was er tun wird. Hier ist es ja vorausschauend. Auch die Opfer, die dann im Tempel dargebracht wurden. Wenn die Israeliten dann Opfertiere zum Tempel gebracht haben, es waren Sündopfer, die zur Reinigung dargebracht wurden. Immer ist das Sündopfer dasjenige, was die Grundlage ist für alle anderen Opfer, die dann auch dargebracht wurden, Dankopfer und so weiter und so weiter. Aber das Grundlegende, das Entscheidende, das Erste und das Wichtigste ist, dass das Brandopfer, das Ganzopfer, was dargebracht wird zur Sühnung von demjenigen, der es da bringt. Und jetzt sagt uns dieser Spruch, ein Opfer von Gottlosen ist ein Greuel für den Herrn. Lass uns dazu eine andere Stelle aufschlagen in Jeremia 7. Hier wird beschrieben, dass Gott Jeremia, den Propheten, aufruft, geh zum Tempel, geh zu diesem Ort, wo sie alle hinströmen, um Gott zu begegnen, um ihnen ein Opfer darzubringen. Rede mit diesen Menschen, die alle zu diesem Ort kommen, den ich ja bestimmt habe, wo ich meinen Namen niedergelegt habe, wo ich gegenwärtig bin, wo ich ihnen begegnen will. Sprich zu diesen Menschen, die dorthin strömen, um Opfer darzubringen. Und sage ihnen, was ich zu sagen habe. In Jeremia 7, Vers 8 steigen wir mal ein. Da sagt Jeremia, siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt, wir sind gerettet, um diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich, siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Gott spricht die Menschen hier an und er konfrontiert sie sehr hart. Er sagt, warum kommt ihr? Was macht ihr hier? Er sagt, das, was ihr hier tut, das ist ein Gräuel für mich. Ihr kommt und bringt Opfer da, ne, an eurem heiligen Tag, den ihr dafür ausersehen habt. Aber euer sonstiges Leben, macht ihr das, was ihr wollt und übertretet ständig meine Gebote und Ordnung. Und dann kommt ihr und opfert und sagt, wir sind gerettet und geht nach Hause und macht genauso weiter wie vorher. Das ist Lüge.
Das ist Betrug. Das ist Selbstbetrug. Aber ich sehe das alles, sagt Gott. Ich bin nicht einfach nur irgendwo in einem Ort, an einem heiligen Ort, in einem Raum, in einem Tempel. Und wenn ihr mich dann besucht, dann sehe ich euch, wie ihr geschmückt seid mit euren tollen Opfern, ne, mit euren tollen Lobgesängen. Und dann sage ich, oh, wie schön, die machen das aber schön für mich hier. So, ne? Und dann gehen wir wieder nach Hause und Gott bleibt in seinem Tempel und denkt sich so, ach, freue mich, wenn sie mal wiederkommen und wieder mir schöne Lieder singen, so, ne? Und mir Opfer darbringen. Nein, Gott sieht alles. Und das ist das, was in den Sprüchen dann in Vers 11 gesagt wird, Scheol und Abgrund liegen offen vor dem Herrn. Wie viel mehr die Herzen der Menschenkinder. Auch letzte Woche hat Dirk da kurz auch noch drüber gesprochen, über einen der Verse aus Kapitel 15, wo es heißt, die Augen des Herrn sind an jedem Ort und schauen aus auf Böse und auf Gute. Er sitzt nicht in seinem Tempel und lässt sich irgendwie bedienen und lässt sich manipulieren, sondern er ist der Herr und schaut in unser Leben hinein. Er begleitet uns tagtäglich. Er sieht alles. Er sieht sogar noch mehr. Er sieht nicht nur das, was wir tun, nach außen, sondern er sieht hinein in unser Herz. Er weiß, was du denkst. Du kannst nicht mit ihm spielen. Du kannst nicht ihm was vormachen. Und deswegen spricht Sprüche 15 von dem Aufrichtigen, von dem Geraden. Von einem, der nicht sich verstellt. Von jemandem, der geradeaus ist. Der die Kunst des Verstellens abgelegt hat. Und der schlicht und einfach betet zu Gott. Er bringt kein Opfer. Weil das einzige Opfer, was vor Gott Bestand hat, ist das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, von dem Lamm Gottes. Am Ende kannst du kein Opfer bringen, was Gott wohlgefällig ist. Denn nur der eine, der Gerechte, konnte das Opfer bringen, was Gott wirklich wohlgefällig ist. Aber der Aufrichtige mit seinem schlichten Gebet hat Gottes Wohlgefallen. In dieser ganzen Frage mit dem Opfer des Gottlosen musste ich daran denken, dass es hier eigentlich um die Frage nach der falschen und der richtigen Religion geht. Wisst ihr, das, was Menschen heutzutage und auch über alle Generationen hinweg, wir sind ja immer dieselben, was Menschen antreibt in die Religion hinein, sind ihre selbstsüchtigen Wünsche. In die falsche Religion. Die Frage ist immer, was gefällt mir? Oder was tut mir gut? Und es hat sich in unserer Generation, in unserer Zeit nochmal um einiges verstärkt. Wellness ist doch das Wort, oder? Wellness. Wir alle sehnen uns nach Wellness. 2 Wochen Wellnessurlaub. 3 Wochen. 4 Wochen. Wellness. Aber hier, in diesen Sprüchen hier, in Sprüche 15, Vers 8 und 9, da geht es gar nicht um die Frage, was gefällt mir gut? Auch noch nicht mal die Frage, was tut mir gut? Sondern, was gefällt Gott? Was hat Gottes Wohlgefallen und was stößt ihn ab? Was ist widerwärtig für ihn? Wir gehen dann nochmal weiter in 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 6. Hier haben wir eben gelesen über die Situation in Jerusalem, 600 Jahre vor Christus. 2600 Jahre ist das her. Alter Hut, heute ist das ja alles ganz anders.
Paulus belehrt uns eines Besseren. Er hat vor 2000 Jahren geweissagt durch den Geist Gottes, prophezeit, 2. Timotheus 3. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Mit diesem Wort schwere Zeiten ist gemeint, schwierig, es wird schwierig sein, damit umzugehen, mit diesen Zeiten. Du wirst Schwierigkeiten haben, die Orientierung zu finden. Es ist sehr schwer, mit dieser schwierigen Zeit umzugehen, weil die Menschen eben auch so schwierig sind. Und er beschreibt uns den Schlag Menschen, den diese letzte Zeit bestimmen wird. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Das ist das, was die Menschen zuallererst und vor allen Dingen auszeichnet. Ihre Selbstsucht. Ich, ich, ich. Was ist für mich gut? Was gefällt mir? Sie werden geldliebend sein. Ökonomie. Was ist wirtschaftlich das Beste? Hauptsache, wir haben genug Knete. Prahlerisch. Hochmütig. Prahlerisch, dieses sich aufblähen. Du musst was aus dir machen. Wenn du ein Bewerbungsschreiben machst, dann musst du dich möglichst gut verkaufen. Du musst dich gut darstellen können. Und du kannst so viele Trainingsseminare besuchen, wo du das lernst, wie du am besten prahlst. Du darfst es natürlich nicht zu offensichtlich machen, weil das dann ja auffällt und den Leuten nicht gefällt. Aber du musst es auf eine Weise machen, dass es überzeugend rüberkommt. Und das lehren sie dich, überzeugend zu prahlen. Hochmütig. Was sagt Gott zu den Hochmütigen? Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen gibt er Gnade. Lästerer. Die Lästerei. Je besser wir kommunizieren können technisch, desto mehr nimmt die Lästerei zu. Den Eltern ungehorsam. Undankbar. Ein ewiges Gemecker. Unheilig. Ja, mit dem Wort heilig kann unsere Gesellschaft überhaupt nichts anfangen. Was ist uns noch heilig? Lieblos, ein Mangel an Liebe. Die Liebe wird in vielen erkalten, hat Jesus gesagt. Unversöhnlich. Die Menschen wissen nicht mehr, was Versöhnung ist, wie Versöhnung funktioniert. Weil sie hochmütig sind, sind sie nicht demütig und können Schuld eingestehen, Schuld bekennen, um Vergebung bitten. Und deswegen gibt es auch keine Versöhnung. Verleumder. Die Lüge nimmt Überhand in unserer Welt. Einer gibt dem Nächsten die Schuld und verleumdet ihn. Unenthaltsam. Ja, über welche Zeit willst du das denn sagen? Ist das nicht unsere Zeit? Unenthaltsam? Grausam. Wir denken, wir sind so zivilisiert, wir sind so, wir sind so fortgeschritten. Und dennoch passieren so furchtbare, grausame Dinge in unserer heutigen Zeit. Unvorstellbar, was mit Kindern teilweise angestellt wird, in unserem Land hier. Das Gute nicht liebend. Ja, wenn wir einen Film gucken und da geht es nur um gute Sachen, dann finden wir den langweilig. Nee, da muss schon irgendwie was
Deftiges kommen. So, ne? Ja, dann finden wir das cool. Aber einfach etwas Gutes. Verräter, unbesonnen, lass dich von deinem Gefühl leiten, lass dein Herz bestimmen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Ich finde, es ist eine sehr klare, sehr, sehr, sehr deutliche Vision von der Menschheit, von dem Zustand der Menschheit in den letzten Tagen, in unserer Zeit. Und dann kommt hier in Vers 5 eine krasse Aussage noch einmal, die eine Form der Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen. Wisst ihr, diese letzte Zeit, sie ist nicht religionslos, sondern es gibt viel Religion. Aber es ist nur eine Form. Es ist die äußere Hülle. Es ist nicht das Eigentliche. Die Dynamis, die Kraft. Was ist diese Kraft? Das ist die reale Gegenwart Gottes im Heiligen Geist. Das ist die Kraft, die in einem wahren Gläubigen lebt. Diese Kraft, die ihn befähigt dazu, ein neues Leben zu führen. Diese Kraft Gottes, sie ist gewichen, die Form ist geblieben. Aber es gefällt Gott nicht, es ist ihm ein Gräuel. Wie damals 600 vor Christus in Jerusalem. Die äußere Form stimmt. Ja, ihr kommt her hier zum Tempel und bringt eure Opfer da, aber euer Leben ist nicht erfüllt von der Kraft Gottes. Ihr haltet meine Gebote nicht. Darin würde sich die Kraft Gottes zeigen. Und das ist dann der neue Bund, den Gott durch Jeremia ankündigt, auch durch Hesekiel. In Hesekiel 36 sagt er, ich werde Wasser auf euch sprengen und werde euch von euren Unreinheiten reinigen. Und dann werde ich dieses Herz aus Stein, dieses steinerne Herz, dieses Kainsherz, das so kalt geworden ist, dass es seinen Bruder umgebracht hat. Ich werde dieses Kainsherz rausnehmen und euch ein fleischernes Herz, ein Abelherz hineinlegen. Noch mehr, das Herz Jesu, meinen Geist will ich in euch geben. Die Kraft, den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, den will ich in euch hineinlegen. Und dadurch werde ich machen, dass ihr in meinen Geboten und Ordnungen lebt und wandelt. Dass euer Gottesdienst, euer Opfer ein wohlgefälliges Opfer ist. Dass euer Gebet ein wohlgefälliges Gebet für mich ist. Durch den Heiligen Geist in euch. Durch den Geist meines Sohnes. Guck mal, er ist es, über den Gott gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn. Du bist mein lieber Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Und wann hat er das gesagt? Bei der Taufe, als Jesus in der Taufe bezeugt hat, Gott, mein Vater, ich bin bereit, in den Tod zu gehen, um wieder aufzuerstehen. Ich bin bereit, das Opfer zu bringen, was du mir gegeben hast, diesen Auftrag, den du mir gegeben hast. Ich bin bereit, das Opfer zu sein, das Lamm Gottes. Ich bin bereit, mich schlachten zu lassen, so wie Isaak sich von seinem Vater hat schlachten lassen im Gleichnis. So sagt Jesus in der Taufe, ich bin bereit, in den Tod zu gehen, zu sterben, um deinetwillen, um dich zu verherrlichen und um ein Segen zu sein, die Sünde der Welt hinwegzunehmen. Und da sagt Gott, das ist ein mir wohlgefälliges Opfer. Lass uns dazu mal Römer 12 aufschlagen.
Durch dieses Gott wohlgefällige Opfer sind wir hineingenommen in die Familie Gottes. Wir sind in Christus. Durch den Glauben an dieses Opferlamm Gottes sind wir in Christus. Und in Christus sind wir berufen dazu, mit ihm zu gehen, seinen Weg zu gehen, ihm nachzufolgen. Und das steht hier in Römer 12, in dieser Art und Weise drückt Paulus das aus. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist die logische Folge für jemanden, der dieses neue Herz bekommen hat, diesen neuen Geist. Es ist die logische Folge. Wenn du den Geist Jesu in dir hast, dann ist es deine Freude, den Willen Gottes zu tun. Du suchst nicht danach, was dir wohlgefällt, sondern was Gott wohlgefällt. Das ist die treibende Kraft in dir. Nicht zuerst zu sagen, okay, ich will das und das, ich suche mein Vergnügen. Nein, ich liebe Gott. Diese Liebe, wir haben vorhin darüber gebetet, Gott hat es uns durch seinen Heiligen Geist nahegebracht, dafür zu danken, dass Gott uns den Glauben geschenkt hat. Das ist ein wunderbares Geschenk, das wir haben. Es ist sein Heiliger Geist in uns. Eine Kraft, die wir aus uns heraus nicht haben. So sehr wir uns auch noch bemühen und zur Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen, in eine freie Gemeinde gehen. So sehr wir uns anstrengen und bemühen und meinen, ja, ich bin doch ein guter Christ. Nein, wenn du den Heiligen Geist nicht empfangen hast, wenn du nicht erlebt hast, wie dein Leben neu geworden ist und du angefangen hast, Gott zu lieben und seinen Willen, seine Ordnungen zu lieben, wenn das nicht angefangen hat in deinem Herzen, dann ist das alles nur äußere Show. Lass es. Das ist Gott widerwärtig. Aber wenn du in deinem Herzen spürst und merkst, ich möchte das, aber ich will das, ich sehne mich danach. Ich habe das Leid, diesen ganzen Weg der Gottlosigkeit, das sagt ja auch Sprüche hier. Der Weg der Gottlosigkeit ist für Jahwe ein Gräuel. Dieses selbstsüchtige Leben, dieses Leben, wie es hier uns beschrieben wird, wie das Menschengeschlecht lebt, es ist mir zuwider. Ich sehne mich nach dem Guten, nach dem Wahren, nach dem Echten. Nach dir, Gott, ist mein Verlangen. Ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Solch ein Gebet hört Gott gerne. Wisst ihr, es ist wie im Tempel, als Jesus darstellt. Da ist der Pharisäer und da ist der Zöllner. Der Zöllner steht hinten. Er kommt von diesem Weg der Gottlosigkeit. Aber er ist derjenige, der sich ausstreckt und sich sehnt nach Umkehr, nach Erneuerung. Er will diesen neuen Geist. Er weiß, ich brauche Gnade. Herr, gib mir diese Gnade. Ich sei mir Sünder gnädig. Ich brauche dich. Ich brauche deine Reinigung und ich brauche diesen neuen Geist in mir. Und da sagt Gott, das liebe ich. Jesus sagt, das gefällt mir. Du bist gerechtfertigt. Dein Gebet ist angenommen. Dein Opfer ist angenommen. Dein Gebet ist erhört. Aber der andere, der vorne steht und betet, so mit solchen frommen, gut gesetzten Worten. Und er ist ja auch Gott dankbar, er drückt doch Dank Gott gegenüber aus. Aber nein, er versündigt sich, er verachtet seine Mitmenschen, er schaut auf sie herab. Und in dieser Verachtung versündigt er sich an Gott. Und Gott gefällt es nicht wohl. Er wendet sich davon ab. Und hier, es geht darum, sich selbst hinzugeben, das ist ein wohlgefälliges Opfer. Wenn du in Christus bist, wenn du seinen Geist empfangen hast, dann mach doch die logische Konsequenz. Gib ihm dein ganzes Leben, dein ganzes Herz. Sag, hier bin ich, Herr. Gebrauche mich heute. Ich bin dein. Und ich sehne mich danach, deinen Willen zu tun. Ich strecke mich danach aus.
So sagt es Paulus auch in Philipper 3. Er beschreibt seine Bekehrung. Er beschreibt dieses neue Leben. Er sagt, das war mein altes Leben. Ich habe mir was aufgebaut. Ein frommes Leben. Ich war so stolz auf mich. Aber dann war da auch dieses tiefe Wissen darum, es wird nicht reichen. Er hat versucht, sich selbst zu betrügen. Er hat versucht, sich selbst zu belügen. Ja, ich bin einer von den Guten, von den Gerechten, von den wenigen, die es schaffen, ein untadeliges Leben zu führen. Aber dann hat er es erkannt. Vers 7. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Er sagt, ich habe dieses alte Leben, ich habe es in Müll geschmissen. Es war wertlos für mich, weil plötzlich nur noch eins wertvoll war: Jesus Christus, mein Herr, mein Erlöser, das Lamm Gottes. Ihn will ich haben in meinem Leben. Er soll mein Ein und Alles sein. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ein Geschenk. Ein Gnadengeschenk von Gott. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Hier beschreibt Paulus dieses neue Sein in Christus. Durch den Heiligen Geist habe ich diese tiefe Sehnsucht, eins zu sein mit Jesus. Paulus beschreibt es an anderer Stelle, dass es wie eine Hochzeit ist. Die dem Herrn angehören, sind ein Geist mit ihm. Das nimmt ein Wort aus dem ersten Buch Mose auf, wo es heißt, Mann und Frau. Der Mann wird seinen Eltern verlassen und seiner Frau anhaften und sie werden ein Fleisch sein. Eins. Und so sagt Paulus, wer dem Herrn Jesus Christus angehört, der ist ein Geist mit ihm. Wir sind alle verheiratet mit Jesus, wenn du zu ihm gehörst, wenn du seinen Geist empfangen hast. Und dass die Sehnsucht eines Liebenden ist, ich möchte alles mit meinem Geliebten teilen. Ich will alles mit ihm teilen. Ich will die guten Zeiten mit ihm teilen. Ich will diese Kraft der Auferstehung, ja, die Verherrlichung. Oh, da will ich mit dabei sein. Und das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen diese Kraft der Auferstehung erleben in unserem eigenen Leben. Mit Jesus zusammen wollen wir sehen, wie Tote lebendig werden, wie Kranke geheilt werden, wie Menschen aus der Finsternis ins Licht gerettet werden, wie Menschen befreit werden, die gefangen sind. Ja, das wollen wir alles. Mit Jesus, wie im Evangelium, so soll es auch sein, heute. Und wir erleben das. Wir erleben das. Es ist was Wunderbares, das zu erleben. Teilzuhaben, teilzunehmen an der Kraft der Auferstehung. Wenn du mit Jesus gehst, dann wirst du das erleben. Wenn du mit ihm durchs Leben gehst, wenn er dein Zentrum ist, dein Ziel, dein Ein und Alles, wenn du mit ihm gehst, du wirst diese Dinge erleben. Danach hat sich Paulus ausgestreckt und wir sehen es wunderbar in seinem Leben. So große Wunder, die geschehen sind, wo Paulus einem Lahm gesagt hat, er hat ihn angeblickt und hat gesehen, dieser Mann vertraut auf Jesus. Ich will ihn ermutigen dazu, auch für seine Gesundheit auf Jesus zu vertrauen. Komm, steh auf in Jesu Namen. Und der Lahme steht auf und geht.
Aber was großartig ist, was wir sehen bei Paulus ist, es beschränkt sich nicht auf diesen Teil. Ja, wir sind da, wie gesagt, unsere selbstsüchtige Natur, unser altes Fleisch, sehnt sich nach Teilhabe an mächtigen, großartigen Taten, in denen wir uns dann sonnen können. Aber wollen wir mit unserem Geliebten auch ins Leiden gehen? Wollen wir mit ihm auch alle Leiden teilen? Kennenlernen, was es heißt, von allen im Stich gelassen zu werden, angespuckt zu werden, gefoltert zu werden? Ja, da haben wir unsere Schwierigkeiten mit. Aber wisst ihr, warum Paulus das so aussprechen konnte? Und er hat es in der Situation, da hat er schon viele Leiden durchlebt. Wisst ihr, weil er Jesus so geliebt hat. Weil Jesus die Liebe seines Lebens war. Wollte auch die schweren Dinge mit ihm teilen, mit ihm gemeinsam durch diese schwierigen Dinge gehen, durch das Leiden. Ich will Jesus noch mehr kennenlernen. Auch sein Leiden will ich kennenlernen. Will eins mit ihm werden in seinem Leiden. Und er wusste, was das bedeutet. Ich werde dadurch seinem Tod gleichgestaltet. Das bedeutet das. Er hat das begriffen. Das bedeutet, dass ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Wie Jesus gesagt hat, wenn du dein Leben gewinnen willst in dieser Welt, du wirst es verlieren. Wenn du es aber verlierst, um meinetwillen, wenn du dein Kreuz auf dich nimmst und mir nachfolgst, du wirst es gewinnen. Und das war's. Paulus hat alles gewonnen und wusste, nichts kann mich von dieser Liebe trennen, weder Tod noch Leben. Nein, vielmehr, ich strecke mich danach aus, dass ich ihn noch mehr kennenlerne, auch in der Gemeinschaft seiner Leiden. Und dann sagt er nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und das ist ein Hoffnungswort für uns alle heute hier. Egal, was gewesen ist in der letzten Woche, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Jetzt hast du die Möglichkeit, dich auszustrecken und Gott zu bitten, dass er dich mit dieser Liebe, mit dieser Begeisterung neu erfüllt, sodass du alles hinter dir lässt und dich ausstreckst nach vorne, nach dem Ziel, was Gott für dich hat. Und das ist das, was in Sprüche 15, Vers 9 steht. Wer der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Wer diesem neuen Leben nachjagt, wer sich vom Geist Gottes treiben lässt, das sind die Kinder Gottes. Und dazu bedarf es immer wieder auch neu einer Entscheidung. Lasse ich diesem alten Menschen, diesem gottlosen Wesen in mir, dem Fleisch, lasse ich dem Raum, gebe ich dem Raum oder halte ich es nieder und gebe dem Geist Gottes, dem neuen Geist, dem lebendigen Geist in mir Raum, sodass dieses Begehren nach Jesus und nach seiner Gerechtigkeit, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, gebe ich dem Raum, sodass dieser Trieb mich treibt, ja, mich dazu bringt, nachzujagen. Paulus sagt es dann auch seinem Sohn im Glauben, dem Timotheus, in 1. Timotheus 6. Oh, ist ja schon zu spät. Oh! Ich bin, sorry, oh, es hat mich fortgeschleudert. Sorry, liebe Geschwister, vergebt mir. Ich höre gleich auf. Erste Timotheus 6 spricht er über, ja, all die Dinge, die ja, dazugehören zu diesem selbstsüchtigen Wesen der Menschheit, der Geldliebe zum Beispiel, hatten wir ja auch gelesen. Und dann steht in Vers 11, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe,
Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Strebe, jage nach der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den richtigen Kampf. Gott will dir dabei Gelingen geben. Er will die Triebfeder deines Lebens sein. Und dann bist du ihm wohlgefällig, weil Gott Jesus in dir sieht. Den Geist seines lieben Sohnes, an dem er wohlgefallen hat. Und dieser Geist formt dich in sein Ebenbild, sodass du auch ein Sohn, eine Tochter bist, die ihm wohlgefällig ist. Und das ist doch das Größte für uns, die wir den Geist Gottes empfangen haben. Oder wenn Gott, unser Vater, sagt zu uns, du bist mein liebes Kind, an dir habe ich wohlgefallen. Lass uns das wirklich zur Triebfeder unseres Lebens machen. Dein Wille geschehe. Das ist die Art und Weise, wie Jesus auch seine Jünger gelehrt hat. Das ist richtiges Beten, das ist Gott wohlgefälliges Beten. Unser Vater, nur Kinder können so beten zu dem Vater. Echte Kinder, aus dem Geist geborene. Unser Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel und auf Erden. Und das wahre Kind Gottes betet das. In mir soll dein Wille geschehen. Durch mich, in meinem Leben. Das ist das Höchste, das ist das Wichtigste, das ist das Erste. Und das andere, ja, da bitte ich dich auch für und ich danke dir für diese guten Gaben, die du mir schenkst. Aber sie kommen dazu, sagt Jesus. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest zuerst, dann wird dir das andere gegeben. Du sollst trotzdem auch Bitte und Danke dafür sagen. Aber das Wichtigste ist, dein Reich komme, deine Herrschaft komme in meinem Leben und auf dieser ganzen Welt. Dein Wille geschehe in meinem Leben und auf dieser ganzen Erde. Ja, Vater, wir danken dir, dass du uns liebst und dass du deinen Sohn gegeben hast als das Opfer, was genügt. Danke, Jesus, dass du dein Leben als wohlgefälliges Opfer dargebracht hast. Danke, dass wir durch dieses Opfer Leben haben. Danke, dass wir Zugang haben zu der Gnade. Danke, dass wir einfach nur unsere schlichte Aufrichtigkeit bringen müssen. Bekennen müssen, dass wir Sünder sind, dass wir versagt haben. Bekennen, dass wir dich brauchen. Deine Vergebung, deine Gnade und diese neue Kraft durch deinen Geist, ein Leben zu führen, das dir wohlgefällig ist. Und danke, dass du auch das gibst, dass du auch das tust. Es sind alles deine Gaben und dir allein gebührt dafür die Ehre. Herr, so beten wir, dass du dieses Feuer in uns lebendig hältst und neu anfachst, dass wir uns neu leidenschaftlich, ja, in dich verlieben, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Und alles darauf ausrichten, ein Leben zu führen, das dir wohlgefällig ist. Danke, dass du uns mit liebenden Augen anschaust, Herr. Amen. Mhm.